Freunde, ich sitze hier in meinem BMW E92 335D und hier gibt es einige Punkte, die mich an diesem Kfz stören. Das Ganze nehmen wir in diesem Video durch. Ich erkläre euch das ein bisschen, zeige euch das und halliala. Let's go, Freunde. Erstmal, Freunde, bevor jetzt hier die Leute kommen, die sich wieder aufregen. Das ganze Ding hier ist natürlich ein unfassbar cooles Auto, eine geile Karre. Ich liebe den Schleifer wirklich. Wird doch jetzt noch einiges dran gemacht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal. Ich würde sagen, lasst uns direkt reinsteppen. Wir fangen an mit den Punkten, wofür das Auto nicht so viel kann und gehen zu den Punkten über, wofür das Auto voll was kann. Wir fangen an bei den Felgen. Ich habe jetzt hier aktuell Styling 132 drauf. Die bin ich vorher auf meinem E91 gefahren. Das sind jetzt quasi meine Winterfelgen. Weird Flex, ne? Und zwar handelt es sich dabei um Styling 132, hinten 10J, vorne 9J. Wir fahren eine absolut kranke Dimension. Vorne 225, hinten 235, massiver Stretch. Ich habe einfach einen Treffer. Ich habe einen Treffer, Freunde. Das ist einfach, Digga, was ist das? Das ist, Freunde, look at this. Digga, guckt euch das an. Das ist eine 10J-Felge mit 235er Schlappen. Das Ganze fährt sich ziemlich arsch. Jetzt sagt ihr, das hat nichts mit dem Auto zu tun. Das ist komplett richtig, Freunde. Deswegen will ich mich gar nicht so lange daran aufhalten. Ich werde noch mal ein Video zu allgemeinen BMW-Felgen machen. Kurz gesagt, die Felgen sind viel zu schwer für dieses Auto. Hier werden wieder ein paar andere krasse Dinger drauf kommen. Und das ganze Auto wird ein Design bekommen, was ihr, denke ich mal, jetzt nicht so häufig sehen werdet. Und ich bin da gespannt, wie das Ganze aussieht und wie das fittet und wie das kommt. Ihr könnt da sehr gespannt drauf sein. Und ich bin es auch. Und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Den fasse ich mal mit dem ersten zusammen. Ich drei Punkte. Das ist jetzt der erste richtige Grund, aber das ist auch ziemlich logisch. Und zwar, ich mache mal einen Schwenker. Ihr seht es schon hier hinten. Ja, ne? Ich zeige euch das Ganze mal. Boah, hier ist aktuell ein Stuhl drin für mein Lager. Hier sind so, ja, so in dieser Kofferraumtasche, die habe ich euch schon mal gezeigt. Und hier liegen einfach verschiedenste Sachen drin. Dort hinten geht das Ganze weiter mit irgendwelchen Produkten, Waren und Paketen. Und sagt ihr, Kunde, das ist ein Coupé. Das ist richtig. Aber das Ding ist ein fies langes Auto. Also das, ich weiß nicht, ob ihr das so checkt, ob ihr das so mitbekommt. Weil das Ding ist unfassbar lang. Von der Länge merkt man wirklich gar nichts. Das muss ich echt so sagen. Hui, also ihr merkt davon wirklich nichts. Hier in das Auto geht wirklich nichts rein. Jetzt sagt ihr, yo, Digi. Ihr habt natürlich völlig recht. Allgemein, die Luke, ihr habt es ja gerade gesehen, diese Luke ist oft ein Problem, dass ihr hier viele Sachen nicht in das Auto reinbekommt, weil die Luke einfach gefühlt 30 cm groß ist und alles, was schon größer als das ist, bekommt ihr hier einfach nicht rein. Seid ihr aufgeschmissen. Drei Türer, es ist einfach ein extremst unpraktisches Kfz. Es fällt mir immer wieder auf. Und mein Auto, ihr wisst, ich habe einen Online-Shop, wo ich so BMW-Teile verkaufe, ist jetzt kein Geheimnis. Lull, jedes zweite Video Werbung, erstmal erklären, was der Kunde macht hier. Auf jeden Fall, es sieht immer so hier drin aus, wirklich immer. Das ist auch ein Grund, warum ich so ein Auto gekauft habe mit 300.000 Kilometer, weil ich sag euch so, wie es ist, das Auto wird in meiner Hand mit dem, was ich hier mache, mit meinen Euro-Boxen, die hier drin rumfliegen. Also hier eine Euro-Box, da hinten haben wir eine Euro-Box, das sind alles solche Dinger, die einfach auch dem Innenraum nicht gut tun. Die machen das Ganze nicht besser. Das muss man auch mal so sehen. Deswegen, das Auto, ja, bekommt bei mir nochmal eine Chance. Sonst würde es wahrscheinlich in den Export gehen mit den Kilometern. Ja, ne? Es wird benutzt, sagen wir mal so. Gehen wir weiter zum zweiten großen Punkt. Und der ist schon langsam ein bisschen anders. Da wird einem auch anders, Freunde. Ich versuch mal. Kann ich mein iDrive starten jetzt? Nee, ne? Oh, chillig, danke dir. Jetzt, und zwar, ihr seht es auf diesem zweigeteilten Display rechts. 8,8 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mal... Ich habe das Gefühl, dass es mehr ist. Wir gehen mal in den Reisebordcomputer. 8,7. Habe ich ein anderes Empfinden bei der Geschichte? Egal. Ich erläutere... Aber warte mal. Das sind die letzten 130 Kilometer. Ja, okay, gut, okay. Ja, ich sag nichts. Dann ist der nicht so viel wert. Keine Musik, ne? Danke, Couscous. Und zwar, das jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar bin ich vorher einen E91 325D gefahren. Und der hatte auch diesen M57 3 Liter drin. Das war, wie gesagt, der 197 PSer
Softwareoptimierung hat er ca. 250 PS. Der hat Serie 286 und hat jetzt ein bisschen, ne, 340, bisschen mehr Dampf, sage ich mal. Die 8,8, ist ein Verbrauch, der ist, wenn ihr ein bisschen Langstrecke fahrt. Also wenn ihr ein bisschen länger fährt, wenn ihr, da drückt ihr 0,0 aufs Gas, da fahrt ihr ganz entspannt durch die Gegend. Nö, macht euch einen ganz entspannt ruhigen. Auf der Strecke, wo man E91 so 6,5 Liter genommen hat, hat der Kollege auch schon 9,5 genommen. Also das war wirklich krank. Und da gebe ich kein Gas, da fahre ich einfach, ich gleite gemütlich Richtung Arbeit. Das war die Strecke damals und ja, 9,5 Liter auf entspannter Rino, sage ich mal. Ist schon ehrenlos, sage ich euch ehrlich. Der Verbrauch ist echt krank. Automatik verbraucht mehr und wahrscheinlich, ich bin der Meinung, dieser B-Turbo, der zweite Turbo, ich weiß nicht, was der macht, aber der nimmt sich wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass der B-Turbo einfach mehr zieht. Also mehr frisst, mehr Sprit. Allgemein, was man sagen muss, das merkt man, glaube ich, auch in diesem Video. Das Auto ist einfach nicht für Leute gedacht, die moderne Ansprüche, wenig Spritverbrauch, praktisch und günstig im Unterhalt, das ist dieses Auto das komplette Gegenteil. Also 500 Euro Steuern, gut 450. Der Verbrauch von, ich sage jetzt mal, durchschnittlich 9 Litern. Gut, okay, habt die Leistung. Unpraktisch wie Sau, Dreitürer, dann geht hier nichts rein in die Bude. Also das Auto ist so ein kleines Liebhaberstück, würde ich sagen. Ja, ne? Aber ist ja ein Coupé, ist klar. Aber wenn man so ein Auto daily fahren will, dann, ne, ist das halt so. Ich meine, jeder kann sich einen zweiten holen und dann ein bisschen im Sommer damit rumcruisen. Aber das Ganze daily zu fahren, ist ein bisschen was anderes. Ich würde sagen, Freunde, ne, wir schnacken nicht lang rum, kommen wir zum dritten. Und das ist der schlimmste Punkt von allen. Und das ist eine Sache, die nicht nur bei dem E92 so ist, sondern auch bei vielen anderen Punkten. Aber beim E92 335D ist das immer an Bord, Freunde, immer. Ich spreche nicht von diesem wunderschönen W-Label, ich spreche von dem Automatikgetriebe. Ja, Freunde, das gute alte Wandler Automatikgetriebe gab es im E92 335D nur so zu konfigurieren. Hier gibt es kein DSG, hier gibt es kein Schaltgetriebe. Das Ding ist wirklich nur mit diesem Wandler-Getriebe gekommen, weil das die anderen Getriebe wahrscheinlich dieses enorme Drehmoment nicht abgehalten haben. Oh, das ist enorme. Das klingt so, als ob das Auto so unfassbar schnell wäre. Also es ist nicht langsam, aber es ist auch nicht extrem schnell. Fangen wir an. Also das Wandergetriebe, das ist wirklich Arsch. Ich sage euch so, wie es ist, ist einfach Kacke. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das Ding fährt sich erstmal so undynamisch. Also das ist unfassbar. Das geht gar nicht klar. Das fährt sich wirklich Kacke. Das habe ich irgendwo mal in einem Forum gelesen und da muss ich zustimmen. Da hat jemand mal geschrieben, das fühlt sich wie so ein Gummiband an. Also wenn man im 335D beschleunigt mit dem Wandler, das fühlt sich an wie so ein Gummiband. Das fühlt sich nicht an so dynamisch, yo, ich schalte jetzt den Gang und jetzt passiert was. Denn es ist einfach so wie so ein endloses, stufenloses Getriebe fühlt sich es manchmal an. Und das fühle ich komplett. Also es ist wirklich, Sportlichkeit ist da sehr, sehr weit entfernt. Und wir dürfen, ja, es ist ein Diesel, ich check, aber es ist ein 335D, also ist das der größte Diesel, den es in dieser Konfiguration so gab. Und es ist natürlich schon, ja, ich glaube, da kann man eine gewisse Sportlichkeit verlangen und die ist definitiv nicht gegeben. Außer, jetzt kommt's, wenn ihr mit Schaltwippen schaltet, dann bekommt ihr so ein bisschen so ein Gefühl von Sportlichkeit. So ein Hauch, so ein Gefühl, so ein leichtes Gefühl. Ja, jetzt gibt's die Möglichkeit, hier Getriebesoftware drauf zu knallen. Ich hab da aktuell ein bisschen Schiss, der hat 311.000 Kilometer drunter, hat noch kein Automatik-Getriebe-Öl-Service bekommen, wollte ich mal machen lassen, habe ich rausgefunden, die wollen für den Ölwechsel 500 Euro haben, da dachte ich, ach nö, ne, sehe ich jetzt auch nicht ein. Und dann macht man nochmal hier das XAP drauf und dann ist man wieder mehr Kohle los, weiß ich nicht, was ich da mache, aber eigentlich müsste hier mal eine XAP-Stage irgendwas drauf. Aber da tue ich mich so ein bisschen vordrücken, Freunde, aber es gibt noch einen negativen Punkt an diesem Getriebe. Und zwar, ich beschreibe euch mal die Situation. Ihr fahrt im zweiten Gang, am besten so ein bisschen berghoch. Und ich bin jemand, ich drücke nicht so das Gas so krass durch, sondern ich tue das immer so ganz leicht so stärker beschleunigen lassen. Und der Kunde, er schaltet einfach nicht hoch. Er hält dich auch im zweiten Gang gerne extremst lange drinne und dreht und dreht und dreht weiter hoch. Der dreht dann manchmal so bis 2,5, dann denke ich mir so, Digga, schalt doch endlich hoch. Jetzt denkt ihr euch, Max,
Du hast ein Auto mit Schaltgetriebe, ja, lul, ganz normal, mit Schaltwippen, benutzt sie doch. Und dann denke ich mir, okay, jetzt nutze ich die Schaltwippen. Und dann ist das so undynamisch abgestimmt alles. Dann drückst du die Schaltwippe, er schaltet hoch und er schaltet dann nochmal hoch. Also er schaltet einmal hoch, weil er im D-Modus drin ist und denkt, okay, jetzt hat er Hochschalten gedrückt und jetzt schaltet er nochmal hoch. Und dann seid ihr bei gefühlt 900 Umdrehungen und denkt euch, Digga, fuck mich doch einfach nicht ab jetzt hier. Das ist mir schon so oft passiert. Hui, das macht mich immer wütend, sag ich euch ehrlich. Da denke ich mir, Digga, hör doch auf damit. Meine Freundin hat einen 325i mit XHP. Weiß nicht, welche Stage. Aber das schaltet sich deutlich besser, muss ich ehrlich sagen. Also es fährt sich echt ziemlich arsch so in der Standardkonfiguration. Deswegen hier müsste man XHP drauf. Ich weiß aber nicht, ob das so smart ist, XHP auf so ein Getriebe drauf zu knallen, was schon 311.000 Kilometer runter hat. Oder ob ich mir dann ein neues Getriebe schon direkt mitbestellen kann. Oder ob ich dann vielleicht vorher den Service machen sollte, also einen Ölwechsel oder eine Spülung. An der Stelle, wenn ihr jemanden kennt, der die Buden günstig spült oder günstig diesen Ölwechsel macht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde an der Stelle sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, in diesem Sinne, Ring, Rinne, haut rein und pschuh.